Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es, wie ihr unschwer erkennen könnt, endlich wieder mal um Rainbow High. Ja, und da habe ich mir diesmal auch eine ganz besondere ergattert. Die stand schon sehr lange auf meiner Liste. Und ja, in den Läden, die es hier überall in der Gegend gibt, war die überall vergriffen. Und jetzt habe ich die mir einfach bei Amazon bestellt. Und zwar geht es um die Olivia Woods aus der Rainbow High Serie 5. Ja, das war die, sag ich mal, letzte schöne Rainbow High Serie, bevor es mit dem Reboot weiterging. Und ich muss sagen, ja, die haben mir damals einfach viel besser gefallen als wie die jetzigen. Die jetzigen sind zwar auch nicht schlecht, wenn man die im Vergleich zu den anderen nicht Rainbow High, aber zu anderen Doll-Serien sieht, aber es ist halt nicht mehr dasselbe. Ja, das war die Serie 5. Die hatten dann leider auch schon kein Wechseloutfit mehr dabei, sondern nur noch die ganzen Accessoires. Und ich würde sagen, wir schauen die uns jetzt einfach mal aus der Nähe an. Ja, wie gesagt, hier geht es um unsere Olivia Woods. Das ist die olivfarbgrüne. Hier oben steht ihr Name, Olivia Woods. Dann haben wir dieses Rainbow High Packaging mit diesem Regenbogenfarben ringsherum. Hier auf der linken Seite haben wir ihre ganzen Accessoires mit dem Rainbow High Logo. Hier haben wir die gute. Dann haben wir sie nochmal hier in Gold illustriert auf der Verpackung. Das finde ich ganz cool. Und wenn man dann das so dreht, kann man das mit ihr da hinten im Hintergrund in Einklang bringen. Okay, das funktioniert gerade nicht so richtig, aber ihr wisst, was ich meine. Also wir haben sie hier nochmal in einer Goldfarbe drauf. Ja, hier haben wir ihren Fokus, Fashion Design Fokus. Und hier hinten drauf haben wir auch noch eine wunderschöne Illustration, das Rainbow High Logo und mit ihrer Freundin, der Victoria Whitman. Ja, hier auf der Seite ist nichts. Ich dachte immer, da steht der Name drauf, aber anscheinend doch nicht. Okay. Ja, so viel zur Verpackung. Ich werde die Gute jetzt mal befreien und wir schauen uns die mal aus der Nähe an. So, ich habe die Gute jetzt einmal aus ihrer Verpackung befreit und natürlich hat sie auch wieder einige Extras mit dabei. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, als erstes geht es los mit den Rainbow High Kleiderbügeln. Die sind auch in so einem Olivgrünton gehalten. Das finde ich auch ganz cool. Hier haben wir das Rainbow High Logo drauf. Das ist so ein Kleiderbügel, wo man die Jacken aufhängen kann. Und hier haben wir nochmal so einen Klemmbügel, wo man dann den Rock aufhängen kann oder eine Hose. Ja, früher waren die mal noch nützlich, weil man hatte ja noch ein Wechseloutfit. Das haben wir jetzt leider nicht mehr mit dabei. Ja, dann haben wir zum Styling so einen Haarföhn. Den finde ich auch ganz cool, weil der auch verschieden bemalt ist. Hier haben wir einmal so die Goldapplikation am Griff und auch hier hinten dran. Dann haben wir auch solche Schalter in Schwarz und auch hier vorne das auch nochmal so ein Olivgrün, dieser Aufsatz. Und hier haben wir auch nochmal das Rainbow High Logo und so schwarze Sterne. Also das finde ich auch ganz cool. Das kann man sogar abmachen. Also man kann dann auch ohne Aufsatz föhnen, wie man das halt gern möchte. Ja, dann hat sie noch diesen Rainbow High Kamm mit dabei gehabt. Der ist auch in so einem schönen satten Grün. Auch wieder mit dem Rainbow High Logo. Dann eine wunderschöne Sonnenbrille, durch die man jetzt überhaupt nichts durchsehen kann. Also ich hätte es besser gefunden, wenn das Glas jetzt etwas durchsichtiger wäre. Aber so ist das eher wie so grün angelaufenes Milchglas. Mit so einem Gold-Bronzeton, die Bügel. Ja, ich bin mal gespannt, wie die aussieht, wenn sie die dann aufhat. Die kann man jetzt auch nicht auf und zu machen, also die ist jetzt einfach so fest. Aber irgendwie finde ich sie trotzdem cool. Dann hat sie noch eine Rainbow High Schminkpalette, auch in ihren Farben, wieder mit diesem Olivgrün. Hier steht das Rainbow High Logo drauf. Und wenn man die aufmacht, hat man dann hier einen Spiegel. Und hier die ganze Farbpalette. Von Bronze, Braun bis Gold und Silber. Also das alles mit enthalten. Ja, und für die Schminkpalette haben wir dann passend auch noch die Schminkpinsel mit dazu. Das sind drei verschiedene. Einmal die Augenpinsel für den Lidschatten. Dann so ein Blendepinsel und hier noch so ein Rougepinsel. Ja, ich habe die jetzt mal so zusammengeklebt gelassen, sonst fliegen die dann überall rum.
Ja, das waren ihre Accessoires. Kommen wir jetzt mal zu unserer Hauptdarstellerin, zu unserer Olivia Woods. Der Puppenständer war übrigens auch mit dabei. Der hat auch so ein schönes Grün mit Glitzer dran. Ja, kommen wir mal zu dem Augen-Make-up. Ja, unsere Olivia, die hat jetzt so grün, geht schon fast ins bronzefarbene Augen. Dann hat sie so einen goldfarbenen Lidstrich mit Glitzer. Und dann nochmal so einen ganz hellbraunen Lidschatten ringsherum. Also die Augen, das Augen-Make-up finde ich richtig cool. Ja, bei den Augenbrauen ist ein bisschen was schief gegangen. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Also die Augenbraue, die ist ziemlich weit ins Gesicht reingezogen. Die scheint mir ordentlich zu sitzen und die ist viel zu weit drüben. Also, ja, das finde ich ein bisschen schade. Und auch bei den Sommersprossen, hier hat sie die Sommersprossen ordentlich. Und hier sieht das aus, als wären die noch nicht ganz trocken. Und dann sind die wie verwischt. Ja, leider. Ja, dann hat sie nudefarbene Lippen. Hier oben hat sie dann noch so angedeutete Babyhaare in hellgrün und dunkelgrün. Dann trägt sie die goldenen Ohrringe, Rainbow, High. Ja, dann hat sie hier ihre Haare, die sind hier oben so zwei Spacebands zusammengebunden. Das finde ich auch ganz cool. Und dann gehen die halt auch wieder bis zu den Waden runter. Die Haare sind halt wirklich noch sehr mit Gel verklebt. Also das hier müsste man dann erstmal alles auswaschen. Also sie kriegt auf jeden Fall von mir eine Haarwäsche. Sie hat richtig schöne lange Haare. Aber wie gesagt, die sind halt richtig knusprig, auf Deutsch gesagt, mit ganz viel Haargel. Ja, sie hat jetzt verschiedene Haarfarben. Sie hat dunkelfarbene Strähnen. Dann hat sie hellfarbene Strähnen. Dann auch so leicht bronzefarbene Strähnen drin, damit es so verschiedene Reflexe gibt. Ja, ich werde ihr die Frisur so drin lassen und werde dann nur hier unten die Haare dann waschen, damit die Locken ein bisschen erhalten bleiben und damit dieser crunchy Look dann rausgeht. Aber so hat sie richtig schöne lange Haare. Ja, ihr Outfit. Sie trägt jetzt so eine Lederjacke, würde ich sagen. Es fühlt sich an wie so eine Wachstischdecke irgendwie. Hier vorne haben wir so einen angedeuteten Reißverschluss in Braun. Und hier ist überall das Rainbow High Logo drauf. Und hier haben wir noch zwei aufgesetzte Taschen. Das finde ich auch ganz cool. Und hier unten noch so ein Zugband. Da kann man dann die Jacke ziehen. Also die Taille enger schnüren, wenn man das möchte. Und hier um die Ärmel hat sie dann auch noch wie so ein Lederband. Und sie hat richtig schöne lange Nägel. Und zwar auch in Olivgrün. Ja, die Jacke kann man ja auch ausziehen. Das machen wir jetzt gleich mal. Mal gucken, was sich da noch so drunter verbirgt. Zack. Ja, so sieht die Jacke jetzt nochmal aus. Die ist innen sogar abgefüttert. Also das ist auch ein sehr großes Lob damals an Rainbow High, dass die Mode sehr hochwertig verarbeitet war. Und hier unten haben wir wirklich ein Zugband, was auch wirklich funktioniert. Also ja, die neue Mode ist jetzt nicht mal ganz so hochwertig. Gerade die Fashion Packs, die es da gibt, die haben sehr nachgelassen, aber immer noch besser als wie von einer anderen Marke, sage ich jetzt mal. Aber ja. Ja, unter der Jacke trägt sie dann noch so ein Top. Das ist dasselbe wie ihr Rock. Das ist ein Baumwollstoff, fast so wie Kurzstoff, würde ich sagen. Hier mit zwei Abnähern und hier oben haben wir dann noch so ein Gurtband mit so einer Schnalle drauf. Und ja, dann trägt sie noch diesen Rock. Da ist dasselbe Material. Da haben wir auch nochmal so ein Velour-Ledergürtel ringsherum. Auch nochmal mit so einer schwarzen bzw. dunkelbraunen Schnalle. Und hier sind noch so Leistentaschen drin mit so zwei Knöpfen. Und hier unten gucken dann ihre Taschenbeutel raus. Ja, ist wie bei den Jeans, die man sich dann früher abgeschnitten hat, wenn die zu kurz waren, haben dann unten auch immer so die Taschenbeutel rausgeguckt. Ja, und hinten ist das Ganze dann nochmal mit einem Klettverschluss versehen. Man kann den Gürtel auch einzeln abmachen. Der ist nochmal extra mit einem Klettverschluss, dass man das Ganze auch ohne die Gürtel tragen kann. Ja, und dann kommen wir noch zum Highlight, finde ich, von der Puppe. Das sind die Stiefel von ihr. Das sind so Overknee-Stiefel. Die haben hier oben auch dieses Gurtband mit so einer goldenen Schnalle. Also die Details sind wirklich der Wahnsinn. Auch hier nochmal so eine goldene Applikation drauf. Und das Ganze haben wir auch auf der anderen Seite nochmal. Hier haben wir sogar noch eine aufgesetzte Tasche auf diesen Stiefel. Ich hoffe, man kann das erkennen, weil das ja Ton in Ton ist. Und hier auch.
Und dann natürlich ihre High-Heel-Absätze. Ja, also die Schuhe, die sind wirklich ein Highlight. Ja, dann zur Beweglichkeit. Sie hat jetzt wieder dieses Kugelgelenk auf den Kopf. Dann kann man den Ellenbogen natürlich bewegen. Ist noch ziemlich fest, weil die Puppe noch ziemlich neu ist. Ja, also die Schulter kann man bewegen. Dann haben wir ein Ellenbogengelenk. Zeigt sie ihre Muckis und unser geliebtes Handgelenk, was ja bei dem Reboot leider aus Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen ist. Ja, leider. Das macht das immer nochmal alles ein bisschen filigraner. Man kann noch ganz andere Posen machen. Dann hat sie auch diese Beine, die man noch so in sich drehen kann. So kann man es vielleicht besser erkennen. Das gibt es ja im Reboot auch nicht mehr, leider. Und ihre ganz normalen Knie. Ja, jetzt wollte ich ja noch mal kurz ihre Brille aufsetzen, mal gucken, wie sie damit aussieht. Ja, ich muss sagen, es ist gar nicht mal so schlecht. Kann man die so in ihren Ständer reinstellen. Wenn ihr vielleicht die Jacke auch einfach so lässig drüber hängt, wie das die Kim Nguyen hatte. Die hatte ja auch die Jacke nur so drüber gehängt. Mal gucken, ob das ja auch funktioniert. Ja, es funktioniert auch. Und dann kann sie so lässig einen Stadtbummel machen. Ein bisschen schade finde ich, dass sie jetzt keine Handtasche mit dabei gehabt hat. Das hätte dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Flair oder mehr, ja, es hätte vielleicht noch besser gepasst. Das hätte das Ganze abgerundet. Allerdings bin ich so sehr zufrieden mit der Doll. Ich bin jetzt auch froh, dass ich sie jetzt endlich in meiner Sammlung habe, weil es hat wirklich lange gedauert, bis ich mir die jetzt endlich oder mich durchgerungen habe, dass es die meine Sammlung schafft. Aber es kamen halt immer wieder andere Puppen dazwischen. Monster High, Bratz Dolls und dann doch noch andere Sammlerpuppen, die ich jetzt nicht extra auspacken, von denen ich jetzt auch nicht extra ein Video gemacht habe. Ja, das war meine kleine Review zu der Olivia Woods. Und hinten auf ihrem Karton hat sie ja ihre beste Freundin mit drauf. Und zwar ist das diesmal die Doll of the Week. Und das ist die Victoria Whitman beziehungsweise Victoria Whiteman, ich weiß jetzt nicht, wie man das konkret ausspricht. Ja, das ist eine meiner Meinung nach eine der schönsten Rainbow High Dolls beziehungsweise einer der speziellsten. Entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Ich finde sie einfach wunderschön. Es ist mal wieder was ganz anderes. Für mich hat sie schon sowas wie von einer Künstlerpuppe, so ein bisschen porzellanmäßig. Also ja. Es ist so eine ganz zarte, pastellfarbene Doll. Und die gefällt mir wirklich sehr. Ich fand es schade, dass ihr Video damals so wenig Aufrufe hatte. Deshalb zeige ich die jetzt nochmal in ihrer vollen Pracht. Ja, sie hat so wunderschöne hellblaue Augen. Und das Special, was bei ihr ist, ich hoffe, man kann es auf der Kamera sehen, sie hat hellbraune Wimpern, also keine schwarzen oder weiße wie die Layla Fieldstein, sondern sie hat hellbraune Wimpern. Und ich finde, das passt auch richtig gut zu ihrem Look. Dann hat sie diese auseinanderstehenden Augenbrauen. Und sie hat auch einen speziellen Lippenstift, der ist wie so eine Herzform aufgetragen. Also das finde ich auch richtig gut. Und dann hat sie hier so Maiglöckchen als Ohrringe. Also zumindest erinnert mich das so daran. Finde ich auch ganz cool. Und das Besondere ist, sie hat ja am ganzen Körper Sommersprossen, also diese Freckles. Ja, dann hat sie noch diese wunderschönen Haare. Die sind jetzt nicht nur blond, sondern die haben so einen Blondton, Peachton, Kupferton. Also es sind so verschiedene Töne, die da ineinander spielen. Und wie gesagt, ich habe ihre Haare nur mal mit kaltem Wasser ausgespült, nochmal ein bisschen Shampoo rein, danach nochmal eine Kur, aber alles nur mit kaltem Wasser und habe versucht, dass die Locken so gut wie möglich erhalten bleiben, weil ich fand, es passt besser zu ihr als wie die glatten Haare. Und ich nehme mal kurz den Kampf mit Olivia Woods und wir sehen, sie hat wunderschöne Locken, die man auch durchkämmen kann. Also da ist nichts mehr verfitzt, nichts mehr grungy. Und sie will sich dann bei der Olivia Woods die Haare dann auch gestalten, dass die dann einfach so schön natürlich fallen und man die auch trotzdem wunderschön durchkämmen kann. Und die haben auch so richtig schöne Glanzreflexe, also wie das, wie man hier so den Glanz sieht. Also da bin ich richtig begeistert von den Haaren. Ja, auch ihr Outfit. Ja, nochmal zu den Haaren. Also, wenn man jetzt abgeschreckt ist, wie bei der Olivia Woods, dass die so verklebt sind, nach dem Waschen sehen die Haare dann so aus.
Also habt keine Angst, die Dollhaare zu waschen. Hinterher sehen die meistens besser aus. Nicht wie früher bei den Barbies, wenn man die da in den Ball gewaschen hat, dann waren die immer so struppig. Bei den Rainbow High, die haben Nylonhaare, die fallen dann so richtig schön. Und wie gesagt, den Zopf, den hätte ich vielleicht so auch nicht mehr hinbekommen. Deshalb habe ich das ja oben einfach so gelassen, weil da war kein Produkt drin. Habe ich wirklich nur hier unten die Haare gewaschen. Nochmal so dazu. Ja. Das Outfit, das ist jetzt so ein ganz feiner Tüll, das sind so zwei Lagen und da sind dann wie so Stickereien drauf und so aufgesetzte Blumenblüten. Da sieht das alles sehr luftig aus. Hier drunter ist nochmal wie so ein Satin-Top, aber das ist miteinander verbunden und hier hinten ist das nochmal alles zugeschnürt. Ja, und der Rock, das ist wie so ein Wulang-Rock, aber nur ein Mini. Und da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Schichten mit verschiedenen, so ganz feinen Tüll. Schon fast so wie Chiffon, würde ich sagen, so ganz feine. Ja, und das sind dann nochmal wie Perlen draufgeklebt. Ja. Dann ihre Knie, die sind auch nochmal so ein bisschen farblich abgesetzt in so einem Pink. Und dann trägt sie diese Sandalen. Gut, die sind jetzt nicht ganz so mein Fall, aber ich finde, die passen auch ganz gut zu ihr. Hier hat sie halt so eine einfache Schleife drauf und dann so eine pinke Sohle, auch nochmal mit so goldenen Perlen. Und hier hinten haben wir das Rainbow High Logo nochmal in Gold drauf. Ja, sie hat auch ihr Handy mit. Ihr Smartphone mit dieser Smartphone-Hülle. Ja, sie ist gerade bei Instagram. Ja, also die ist auch eine. Das sind eigentlich alles meine Lieblingsdolls, weil es hat jeder was auf ihre spezielle Art für sich. Und ich finde es schade, wenn ich jetzt sehe, in welche Richtung Rainbow High gerade geht. Ich hoffe, es wird wieder etwas besser. Gerade mit den ganzen Schleimgimmicks. Gut, die ersten sechs Dolls, die gingen ja noch, aber jetzt die Winterdolls. Weiß ich nicht so richtig, ob ich das brauche mit dem Sand in den Kleidern drin, wo man dann noch Wasser reinfüllen muss. Und ja, schauen wir mal. Ich hoffe, es wird wieder besser und geht dann irgendwann wieder mal Richtung Fashion. Ja, das ist meine Victoria Whitman und ihre Freundin, die Olivia Woods. Ich finde, die machen auch ein sehr schönes Bild so nebeneinander. Ich werde die bestimmt auch so nebeneinander dann ins Puppenhaus stellen. Ja, Leute, das war meine kleine Review zu der Olivia Woods. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Es ist ganz wichtig, abonnieren, abonnieren. Wir gehen langsam auf die 300 Abonnenten zu. Ich glaube, jetzt sind wir bei 260. Und ihr könnt ja gerne nochmal gucken, wenn ihr meine Videos regelmäßig seht, ob ihr meinen Kanal auch abonniert habt. Das kostet euch nicht viel. Für mich bedeutet es sehr viel. Also euch kostet euch das überhaupt nichts. Einfach nur mal einen Klick auf den Button und dann abonniert. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!